Sternschnuppen haben die Menschen ja schon immer fasziniert. Diese hellen Leuchtstreifen, die in den klaren Nächten mal vereinzelt, mal auch gehäuft über den Himmel fliegen. Und wir können im Prinzip jede Nacht irgendwo eine Sternschnuppe sehen. Zumindest besteht die Chance über das ganze Jahr gesehen, von Januar bis Dezember. Aber es gibt wirklich Jahreszeiten und auch wirklich einzelne Nächte, wo wir eine sehr gute Chance haben, sehr viele Sternschnuppen zu sehen. Das sind richtige Sternschnuppenschauer. Woher kommen eigentlich diese Sternschnuppen? Kometen sind dafür verantwortlich. Diese Kometen, das sind ja schmutzige Schneebälle, die durchs Weltall fliegen. Und wenn sie der Sonne zu nahe kommen, dann verlieren sie einen Teil ihrer Materie, ziehen sozusagen eine Kometenstaubspur hinter sich her. Und wenn die Erde dann diese Kometenstaubspur kreuzt, dann kann es eben passieren, dass einzelne Partikel, die sind teilweise nicht größer als ein Millimeter, in die Erdatmosphäre eindringen und die Luftmoleküle zum Leuchten anregen. Das sind eben die Sternschnuppen, die wir dann sehen. Es gibt viele verschiedene Sternschnuppenströme. Am ergiebigsten sind jetzt in unserem Zeitalter die Perseiden und die Geminiden. Viele andere Sternschnuppenströme gibt es auch noch. Der Name rührt daher, woher kommt dieser Sternschnuppenstrom? Das Sternbild sozusagen ist entscheidend. Es sieht nämlich so aus, als wenn es aus einer bestimmten Himmelsrichtung kommt, diese Sternschnuppen, die da im Laufe der Nacht immer wieder aufleuchten. So ist zum Beispiel das Sternbild Lyra verantwortlich für die Sternschnuppen der Lyriden, Maximum um den 22. April. Mitternacht, zweite Nachthälfte, können wir sie beobachten. Das sind allerdings nicht allzu viele, 10 bis 15 pro Stunde. Aber in manchen Jahren, wenn die Partikelwolke des Kometen etwas größer ist, noch deutlich mehr. Es sind mäßig schnelle Schnuppen mit 48 km pro Sekunde. Der Ursprungskomet Thatcher heißt er. Blicken wir dann auf einen ganz, ganz wichtigen Sternschnuppenstrom. Das sind die Perseiden mit dem Maximum 12. und 13. August. Der August gilt ja auch als klassischer Sternschnuppenmonat. Und dafür sind eben die Perseiden verantwortlich aus dem Sternbild Perseus. Auch hier Beobachtungszeit Mitternacht, zweite Nachthälfte, immerhin 50 pro Stunde, aber teilweise in einzelnen Jahren auch noch deutlich mehr. Ziemlich schnelle Schnuppen mit 60 km pro Sekunde. Und der Ursprungskomet Swift-Tuttle, er wird die Erdbahn das nächste Mal übrigens im Jahre 2126 kreuzen. Allerdings wird er nicht mit ihr kollidieren, so viel kann man jetzt schon mal sagen. Sehr schnelle Sternschnuppen sind die Leoniden im November, 70 km pro Sekunde, Maximum um den 17.–18.11. der Ursprungskomet Tempel-Tuttle. Und auch dort Mitternacht, zweite Nachthälfte die beste Beobachtungszeit, allerdings nur 15 pro Stunde. Früher war dieser Sternschnuppenstrom wesentlich aktiver. Und dann ein weiteres Highlight, die Geminiden. 60 pro Stunde, in manchen Jahren auch mehr. Und es sind langsame, viele helle Schnuppen, die da über den Himmel fliegen. Und das sind so richtige Leuchterscheinungen, Feuerkugeln, die teilweise sogar Schatten werfen können. Maximum ist Mitte Dezember, 13., 14., also so richtig zur Adventszeit. Und die Beobachtungszeit, das ist eben der Vorteil. Praktisch die ganze Nacht, so ab 21 Uhr, können wir diese Sternschnuppen beobachten. Ursprungskomet, das ist eigentlich ein erloschener Komet mittlerweile, Phaeton, der zerbröselt wahrscheinlich jetzt so langsam, ist für die Geminiden verantwortlich. Hier noch ein paar Tipps zum Reinschnuppern. Wenn man also wirklich gute Chancen haben will, viele Sternschnuppen zu sehen, am besten die besten Sternschnuppennächte des Jahres nutzen. Das sind die Nächte 12. und 13. August. Und 13., 14. Dezember, also Perseiden, Geminiden, das Wetter checken, den Mondkalender ist ganz besonders wichtig. Bei Vollmond sieht man eben wirklich nur wenige Sternschnuppen. Einen möglichst dunklen Ort aufsuchen und dann auch die Augen an die Dunkelheit gewöhnen. Das kann einen Moment dauern und um richtig viele Sternschnuppen zu sehen, braucht man vor allem eins, Geduld. Und dann kann man sich auch gerne was wünschen.